Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday, mit dabei der Venom. Moin Moin. Willkommen zu meinem Reingeschaut in Baldur's Gate 3. Heute offizieller Release-Tag der Deluxe Edition. Ursprünglich kommt das Spiel, glaube ich, erst am Mittwoch raus. Und ja, mit der Deluxe Edition kann Augenkrumm. man es wie bei Starfield natürlich auch ein paar Tage früher spielen. Das ist mittlerweile der neue Trend. Gibt mehr Geld aus, um Spiele Naja. früher spielen zu können. Ja, sei jetzt mal hinzustellen, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber wir können spielen. Und wir wollen uns jetzt natürlich mal Baldur's Gate 3 angucken. Das ist ja jetzt seit, ich glaube, Ein 2 Monaten. Monat ungefähr für PC. Ne, Ein ich glaube Monat, ein ja. Monat. Okay, für PC draußen, und das hat ja riesengroße Wellen geschlagen. Und ja, wir gucken jetzt mal die PS5-Version an von dem Spiel. So, dass andere Programmierer gesagt haben, dass sie den Standard, den Baldur's Gate hätten, nicht einhalten können. Ich weiß, das habe ich auch gelesen. Ja, weil andere Entwickler nicht so ambitioniert sind wie die hier, wa? Wahrscheinlich. So, gehen wir auf mehr Spieler. Willst du los, euer Host machen, oder? Ja, mach du. Mach du am besten. Spielerspiel erstellen. Bei mir steht noch da, suchen noch Lobbys. Jetzt habe ich Lobbys So, gefunden. Freund einladen. Bin ja mal gespannt, also siehst schon, wie viele Leute hier spielen. Ist gut, wenn ich einlädt, brauche ich ja gar nicht gucken. Spielmodus ausgeglichen, Entdecker oder Taktiker? So, weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sieht. Na komm. Machen wir mal auf ausgeglichen. Ist doch gar nicht angezeigt. Ich bin immer noch im Menü, ne? Bin ich zufällig bei dir? Nee, ja. Nee. Wenn ich, Sieht du hast nicht ja eins danach aus. erstellt, oder? Wenn ich gucke ich nach, ob ich deine Lobby finde. Weiß nicht, ob die schon angezeigt wird. Es sucht gerade auf jeden Fall nach Lobbys. Offiziell hat das Spiel heute 18 Uhr gestartet auf der PS5. Und ja. Ich hoffe mal, dass nicht so ein riesen Anfang ist, dass der Multiplayer nicht geht. Ach Quatsch. Server. Hast du da einen Servernamen eingeben müssen oder so? Da, ich sehe Venom. Da bist du. Nö. Ich hab dich. Spiel beitreten. Okay. Bis ganz unten ist der Server. Nö. Lädt und lädt und lädt. Da kann ich jetzt bis sein, dass es ein bisschen dauert, bis sie zusammenfinden. Ich weiß nicht, ob die Server auch schon so richtig stabil laufen. Jetzt bist du bei mir da. Na, bei mir ist noch Standbild im Moment. Aber es sieht gut aus, wenn du sagst, ich bin bei dir. Ah, es lädt. Ja, ich bin da. Ja, man kann das Spiel zu viert spielen. Übrigens für die Leute, die nicht wissen, was Baldur's Gate 3 ist, falls ihr auf meinem Kanal Divinity gesehen habt, Original Sin, dann geht das so ein bisschen in die Richtung. Bereit, ja, ich bin bereit. Dann stoppen wir mal. Oh.
Warum steht oben bei mir Doomsday und Mikrofon durchgestrichen? Weiß ich nicht. Ja, schauen wir uns mal das Intro an. Das kenne ich zwar schon, aber okay. Weiß nicht. Ich hab Ja, ich davon noch hab's. gar nichts gesehen, spieltechnisch. Ich hab's natürlich auch schon mal auf PC gespielt, ne? Aber das da zu streamen ist halt. Ja. Da brauchst du streamen und auf einen Rechner gleichzeitig spielen, da brauchst du schon einen sehr Das ist potenten. richtig. Aber jetzt pst, das Intro. So, Tutorials wollen wir natürlich einlassen. Ja. So, kommen wir zur Charaktererstellung. Jetzt kommt die Qual der Wahl. Hast du mal das Volk? Nee, ich würde erstmal Klasse wählen. Welche Klasse spielst du? Na, wahrscheinlich Papa. Entweder Papa oder Hexenmeister. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich habe auf PC ja auch nur, ich glaube, 1,5 Stunden, nee, 2 Stunden, glaube ich, gespielt. Und da war ich auch Nahkämpfer. Nee, das war ich, ein Kleriker war ich. Ah, ich mag halt lieber auf Fernkampf gehen. Naja. Deswegen entscheide ich mich Ja, oder für. hier. Also ich kann schon mal sagen, der Barbar soll auf jeden Fall die leichteste Klasse sein für das Spiel. Ja. Also zum Handling, also. Naja. Ist wie. Glaube, ich werde mich für den Fight weiter entscheiden. So. Männlein oder Weiblein? Ich weiß gar nicht, ob ich das umstellen kann bei. Ganz am Anfang bei Herkunft kann ich zusammenstellen. Ah. So. Kommt erstmal auf das Volk. Eigentlich wäre ja ein Elb. Oder ein Elf in dem Fall. Aber. Was Menschen sind geübt in Speere, Piken, Hellebarden, Schilder, leichte Rüstung. Theoretisch müsste der Weitläufer doch einen Bogen haben, oder? Theoretisch. Aber hier steht nichts mit Bogen. Ja, der Elf, ne? Langbögen, Kurzbögen. Dann werde ich mir wohl eine Elbin machen. Oder eine Elfin, heißt ja hier. Herkunft, Körperbau. Also Muskelprotz. Ey, machen auch weiblich. Nicht binär andere. Weiblich. So. Volksunterart. Hochelf oder Waldelf? Ich mach Hochelf. Zaubertricks. Das können wir es nicht so lassen. Klasse Hammer. Basiswerte. Oh, auf Gift gehen? Oder auf Tierbending. Welche Klasse nimmst du jetzt? Ich werde verbannen.
werde auf Gift gehen. Passiv werde. Ach, ich weiß es doch nicht. Heilige Flamme ist auch gut. Ah, halb elf. Das Hintergrund. Oh. Ja. Ey, hier kann man so viel einstellen, das ist ja... Ja. Das Spiel musst du im Prinzip studieren, Alter. Übrigens, die Spielzeit, ja, so lange geht's. Also das ist echt ein Mammutspiel. Das ist richtig. Adliger. Ja komm, ich nehme Adliger. Attributspunkte. Ja, Geschicklichkeit ist natürlich bei mir. So, ich kann ja gar nichts mehr vergeben. Ist ja schon vergeben alles. Ich bin blöd. Ich habe einen Punkt bei Intelligenz. Ja, ich habe mit Papa 8. Das gefällt mir nicht. Wobei Intelligenz ist eigentlich nur für Magier wichtig, aber ich krieg halt minus 1 auf Intelligenzwürfe. Ja. Ich hab's mal so gemacht, deswegen ist es plus 0 auf Intelligenzwürfe. Ich hab noch einen Punkt. Machen wir noch eine Stärke. So. Fertigkeiten. Ich bin in Heimlichkeit, Nachforschung, Natur. Nee, das brauche ich nicht. Religion. Das finde ich gut. Oh, überzeugen ist auch nicht schlecht. Ich habe plus 5 auf Heimlichkeit. Ja, ist okay. Aussehen. Jetzt kommen wir zum Aussehen. Yay. Wende mal Sonne. Ich kann da gar nicht so viel einstellen. Where to? Let's hope the locals are friendly. Ja, ich bin gerade noch bei Hintergrund. More of those wretched things. There's magic. Where to next? What was that? Oh, hier kannst du Kopf einstellen. Okay, dann nehmen wir doch die 3. Reifes Alter, Anzahl der Sommersprossen. Hab ich Sommersprossen? Nicht unbedingt. Augenfarbe. Blau, bitte. Danke. Tätowierung. Ja. Oh, das können wir lassen. Namen, Frisur. Komm schon raus zu. Ja. Oh, dann darfst du auch noch einen Namen eingeben, gell? Oh, das ist okay. In Italien. Wow. Oh, das haben wir jetzt nicht gesehen. Ja, das Spiel richtet sich natürlich auch an Erwachsene. Das habt ihr jetzt mal übersehen. Kleidung ausblenden, lassen wir mal. Nein. Ist ja komplett nackt.
Okay, theoretisch wäre ich jetzt soweit fertig. Charakter überprüfen, mache ich mal Namen eingeben. Gott, wie nenne ich sie denn? Verdammt, wie hieß die Elbin bei Herr der Ringe? Bei der Hobbit. Ich hab den Namen vergessen. Galadriel. Nee, bei Hobbit. Also, oh, das weiß Die von Angelina Lilly da gespielt wird hier. Das weiß Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Ach, keine Ahnung. Ach komm, ich nenne sie Siri. Ein gutes. Ich habe, glaube ich, gerade ein Standbild. ja, Ne, bestimmt, weil ich noch nicht so jetzt. weit bin. Ne, ist okay. Okay, das haben wir jetzt alles. Ich wüsste gar nicht, wo ich bestätigen könnte. Weiß Ja, dann mach du erstmal. Müssen wir mal kurz auf Venom warten. nicht. Ja, ich guck gerade, ob ich mein Tätowierungsregister leere. Ich habe mir am Hals eins gemacht, was man jetzt durch die Haare natürlich auch nicht mehr so gut sieht. Ich glaube, du musst dann wahrscheinlich bestätigen. Weil ich habe hier nichts, wo ich Bestimmt, drücken ja. kann. Gut, dann warten wir mal kurz auf Venom. Und dann geht unsere Reise hier los. Ein Elf hat keinen Bart. Ist da 11 oder was? Halb elf. Kriegst ja auch noch, weiß jetzt gar nicht, wie es im Multiplayer ist. Im Singleplayer hast du ja noch jemanden bei dir. Weiß nicht, ob sie es hier auch gemacht haben, so. Weil dann wären wir halt nämlich schon gleich am Anfang zu fünft unterwegs. Let's hope the locals are friendly. Ah! Nein! Hells. Be wary. This place is trapped. It's opened. I wonder what's back there. Endlich. Was habe ich denn jetzt gemacht? Da ist er. So, wenn ich jetzt nicht fertig bin, bei Charakter überprüfen oder was? Da muss dann den Namen eingeben. Ach, jetzt hat sich das hier umgestellt, dein Ernst? Boah. Pfui. Nee, doch nicht gut. Ach, passt schon. Hey, wieso waren wir so viele Punkte hier? What? Was ist Wächter? Was ist ein Wächter? Brauchst du einen Wächter? Wähle einen. Ja, das ist dein Zweitcharakter. Wie hast du jetzt gerade gedrückt?
Na, ich habe nur den Namen eingegeben und dann 3 gedrückt. Ah, hier. Läuft. Okay, da hat jeder von uns doch noch den Wächter. Mache ich randomisen. Habe ich auch. Müssten eigentlich auch noch ein bisschen so abstimmen, was wir dann nehmen für Leute, gell? Theoretisch. Ich nehme jetzt mal. Ich will einen Mensch nehmen. Das ist für mich also egal. Eine Klasse ist, glaube ich. Kannst du, glaube ich, gar nicht einstellen, oder? Ups. Oder würde ich ihn. Nein. Geht gar nicht. Hä, hey, wo ist das männlich? Ich gebe Mann ein und trotzdem ist es eine Frau im Gesicht. Nee, Klasse kannst du irgendwie nicht einstellen, ne? Nee, Klasse, ich glaube, das ist vordefiniert. Kann ich mal die Haare. Frisur. Eine andere Haarfarbe. Wow. Gibt ja richtig viel. Kein Bart. Hm. Okay, also ich wäre fertig. Ja, passt schon. Du musst die 3 gedrückt halten. Schon geil gemacht.
dein Name oben links auch angezeigt die ganze Zeit? Ne. Bei mir steht oben die ganze Zeit mein Name und Mikrofon durchgestrickt. Ne, bei mir steht gar nichts da. Privatdialoge aus. Okay. So, jetzt sind wir im Spiel. Grafik sieht schon echt geil aus, das Spiel. Wenn ich da mal ranzoomen kann für so ein Top-Down-Spiel. Ja. Tagebau aktualisiert, ein Komma. Oh, ich lass dich da mal was machen, was nimmt das hinkriegst. So, wir müssen erstmal hier Dings retten, ja. Ah ne, die ist ja schon draußen. Sind wir eigentlich verletzt? Nein, sind wir nicht. Gut, dann folge mir mal. Den Anfang kenne ich ja. Du kannst jetzt natürlich auch hier in der Mitte, an diesem nächsten Raum, nee, das ist hier. Komm mal her. Ups. Versuch das hier mal zu benutzen. Das hier in der Mitte. Geh mal ein bisschen weg, gell? Hm. Macht doch Schaden oder so, ne? Ja, probier's aus. Bei dem Film musst du viel, viel ausprobieren. Nein, natürlich, wenn du so kommst, dann macht das Schaden. Stirbst du aber nicht, falls du falsch machst. Hm. Ich sehe jetzt natürlich gerade nicht, was er macht. Also, das Menü ist auch so krass hier. Manche Dialogoptionen erfordern eine Fertigkeit drauf. Ich kann dir beitreten. Ich kann dir zugucken. Mal sehen, was passiert. The casing is fragile. The slightest touch. Ah, hast du Glück gehabt, hast du richtig gewürfelt. Nein, ich habe einen 18 gewürfelt. Ja, den Hochwürfeln ist wahrscheinlich gut, oder? Ja, den Würfelwurf habe ich leider nicht gesehen. Okay. So, hier im nächsten Raum ist auch was sehr Interessantes. Da bin ich mal gespannt, ob du das hinkriegst. Ich denke mal, hochwürfeln ist gut. Da steht doch da, was du für eine Zahl mindestens würfeln musst. Ja, ja. Darfst nur nicht drunter kommen. Und bei einer 1 ist ein richtig kritischer Erfolg. Ach, warte mal. Hier gibt's noch Gold. Kritischer Fehlschlag dann. Ist halt sehr schade, dass das Spiel nicht durchsynchronisiert ist. Ist ein bisschen schade. Also in dem Spiel muss man sehr, sehr viel lesen. Komm mal her. Versuch dir jetzt mal hier, ob du das hinkriegst. Was hast denn du auf... Ich weiß nicht mehr, was es ist. Hier mit dieser Person reden. Ich muss extra immer erst L2 drücken. Ach, dass du den Dialog zugucken kannst. Ja. Und dann muss ich dein Bild auswählen. Yes, you've come to save us from the exposed brain quivers in expectation. Wahrnehmung brauchst du nicht. Ja, ich glaube, Wahrnehmung ist ja ganz gut. Kann ich auch auswählen, Dialog. What? Ich denke mal, du kannst vorschlagen, bestimmt. Ich drücke jetzt einfach mal bei dem ersten hier. Da steht mein Name, ja, genau. Ist da. Ah, okay. Ja, genau. Verstehe. A newborn. Born new
from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the Mind Flayers who abducted you. Also kann ich mich nicht entnehmen. Remove us from this body. Okay, doch. From this case, free us, please. Geschicklichkeit brauchtest du dafür, genau. Ah, so ist meine. Das sind nicht meine Dings hier, meine Werte wahrscheinlich. Das sieht, wenn du das jetzt auswählst, kommt ein Würfel, wo eine Zahl steht. Und die muss halt aber. Ja, dann kann ich ja nicht mehr zurück wahrscheinlich, oder? Nee. Wenn du natürlich schlechte Geschicklichkeit ich, ja. bist, dann kriegst du natürlich auch noch ein Minus auf den Würfelwurf. Ja. Oh doch, das sehe ich. 10 musst du mindestens schaffen. Du kriegst sogar plus 1 auf Geschicklichkeit. Ja. Also Chancen stehen gut. Perfekt. Wow. Gerade so. Jetzt haben wir einen neuen Gefährten, der uns hilft. Das ist schon ein krasses Ding, was da jetzt kommt. Das kam mir nicht sehr geschickt. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Ich hätte noch gehofft, das Spiel ist deutsch vertont oder so. Nee, ist es nicht. Leider. Also musst du ja viel lesen. Was ist das? Das hilft uns jetzt. Das ist ein sehr guter Gehilfe am Anfang. Okay. Ich muss zugeben, beim ersten Wurf damals habe ich verkackt, da habe ich kaputt gemacht. Habe ich mal neu geladen. Aber wir müssen auch noch gegen seinesgleichen kämpfen. Ich hätte immer die Frage, spielst du mit Kamera weit raus oder spielst du mit nah an? Ich hab ein bisschen näher gezoomt. Ey, mein Sound ist weg. Vom Spiel. Okay. Hallo? Wo ist mein Sound? Okay. Kommt jetzt erstmal eine Sequenz, was aber wiederkommt. Ne, mein Sound ist komplett weg. Tatsache, mein Sound ist auch im Stream komplett weg. Okay. Was ist denn hier jetzt los? Das ist halt eine Beta. Wo ist mein Sound denn? Müssen wir mal kurz lesen, warten nach dem Gespräch. Jetzt bin ich ein bisschen doof. Kommt jetzt mal der erste Kampf. Ich weiß noch nicht, wo mein Ton weg ist.
Ich weiß gar nicht, ob ich dir in einem laufenden Spiel beitreten kann. Aber ich würde gerne mal zurück ins Menü gehen. Weiß auch nicht. Ich kann ja Optionen. Das macht, glaube ich, auch Autosave, das Spiel. Ich würde gerne mal kurz ins Hauptmenü zurückgehen. Ich gehe mal kurz, ja. Ja. Geht's bei dir weiter, oder? Na, bis jetzt habe ich nichts, dass irgendwie was unterbrochen ist. Aber ich bin auch bei Ich warte dir. einfach mal kurz. Astarion heißt. Ja, eigentlich nicht, aber ich habe absolut keinen Sound. Was ist denn hier los? Na, ich glaube, du musst das Spiel neu starten. Das ist aber schlechter als das Stream zu Ende. Na, Ja, dann muss ich mal kurz das Spiel neu starten und muss ich dann halt nochmal einen zweiten Stream starten. Ich starte das Spiel mal neu.